Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video geht es darum, wie man seine Zähne am besten pflegt, wenn man unterwegs ist. Also bleibt dran! Ja, diese Frage hat mir einer von euch gestellt und zwar wollte er wissen, wie er seine Zähne am besten pflegen kann, wenn er den ganzen Tag unterwegs ist. Ja, die Frage beantworte ich natürlich sehr gerne, aber ich habe mir gedacht, das interessiert bestimmt noch mehr von euch. Darum mache ich da jetzt einfach mal ein Video drüber. Am Ende dieses Videos habe ich aber ausnahmsweise auch noch mal ein paar Fragen an euch. Also ich würde mich super doll freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt und auch mal meine Fragen beantwortet. Und zwar geht es nämlich um den Channel, wie es weitergehen soll mit dem Channel und wie ihr euch das Ganze wünscht. Also ich möchte sehr gerne noch mehr auf euch eingehen. Ich freue mich nämlich wahnsinnig über euer ganzes Feedback, eure Kommentare. Ich komme mit den Videos nicht so ganz hinterher und wollte einfach mal von euch wissen, wie ihr das am liebsten hättet, wie ich weitermachen soll. Aber so viel nur ganz kurz dazu. Die genauen Fragen stelle ich nochmal am Ende des Videos. Und wenn euch das gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonniert, damit ihr auch über die weiteren Videos dann informiert werdet, falls ihr das nicht sowieso schon längst getan habt. Also, los geht's mit dem Video. Ich habe ja bereits ein Video gemacht zum Thema Kaugummi. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt an. Da gehe ich nämlich nochmal ganz genau aufs Thema Kaugummi drauf ein. Aber ich habe da auch schon erwähnt und ich erwähne es jetzt noch einmal, das Wichtigste ist die mechanische Reinigung. Also auch wenn ihr unterwegs seid, würde ich immer versuchen, eure Zähne und euer Zahnfleisch mechanisch zu reinigen. Ich werde euch einfach mal erklären, wie ich das so handhabe und was ich mache. Und zwar verlasse ich niemals das Haus ohne so eine kleine Packung Zahnseide. Diese gab es ganz, ganz lange bei Rossmann zu kaufen. Ich glaube, mittlerweile gibt es die da nicht mehr. Aber bestimmt findet ihr irgendwo in der Drogerie solche kleinen Zahnseidepackungen. Wenn nicht, passt bestimmt auch eine große irgendwo bei euch in die Hosentasche, in die Handtasche, wohin auch immer. Aber ich finde die kleinen eigentlich ganz praktisch und ich habe immer so eine dabei. Selbst wenn ich nur einmal eine Runde im Block spazieren gehe, ich habe eigentlich immer eine dabei, weil man weiß ja nie, was so passiert auf dem Weg. Also, wie gesagt, das ist mein ständiger Begleiter, ohne dass ich nie das Haus verlasse. Die Zahnzwischenräume sind ja schon mit 2/5 aller Zahnflächen. Das heißt, wenn ihr, auch wenn ihr unterwegs seid, einfach mal auf der öffentlichen Toilette Zahnseide benutzt, dann habt ihr immerhin schon mal 2/5 eurer Zähne gepflegt. Vielleicht ist es ein bisschen unangenehm, wenn dann auch andere Leute mit auf dieser öffentlichen Toilette sind und euch dabei zusehen. Ist ja eigentlich eine Sache, die man lieber alleine zu Hause macht. Aber ich handhab das immer so, entweder ich warte einen kurzen Moment, wenn dann noch jemand ist, bis derjenige, also diejenige, sollte man meinen, dass es eine Frau ist, bis diejenige weg ist. Warte ich immer noch einen kurzen Moment, habe vielleicht sowieso noch was zu tun, mache meine Haare ein bisschen. Wir Frauen halt sind ja so. Und wenn aber mehrere Leute sind, dann ist mir das eigentlich auch egal. Also mir ist meine Zahnpflege einfach wichtiger. Und falls ich einen blöden Spruch bekommen sollte, was aber noch nie der Fall war, dann würde ich auch dementsprechend argumentieren. Wie gesagt, wenn es geht, versuche ich in dem Moment alleine zu sein, ist mir auch angenehmer. Aber wenn nicht, dann ist es mir egal, dann ist meine Zahnpflege mir einfach wichtiger in dem Moment. Von diesen kleinen Zahnseidepackungen. Also diese kleinen Zahnseidepackungen, die gibt es von verschiedenen Firmen in der Drogerie zu kaufen. Und falls es die nicht gibt, so viel größer ist eine normale Größe jetzt auch nicht. Und ich meine, als Frau hat man sowieso eine Handtasche dabei, da passt ihr easy rein. Selbst in eine kleine Klatsch findet die Platz. Als Mann hat man auch eine Hosentasche. Also da packt ihr ja auch euer Handy rein, euer Portemonnaie. Dann glaube ich, hat eine Zahnseide auch noch Platz. Selbst mein Freund hat immer Zahnseide dabei. Also auch als Mann, das geht in die Hosentasche oder in die Jackentasche, ist es auch als Mann möglich, Zahnseide dabei zu haben. Und ein kleiner Tipp noch am Rande, kauft euch einfach mehrere Packungen Zahnseide und legt die überall hin. In euer Auto, in die Handtasche, ins Büro, in den Fahrradkorb. Weiß ich nicht. Einfach überall hin, dass ihr immer eine verfügbar habt. Und ja, dann gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Dann für den Fall, dass ihr Interdentalbürstchen verwendet. Auch Interdentalbürstchen kann man wunderbar mitnehmen. Die sind fast sogar noch kleiner als Zahnseide. Die meisten gibt es auch mit so einer Kappe, dass man sie wirklich
perfekt einfach so einzeln einpacken kann. Das hier ist jetzt eine günstige von DM, also sogar günstige Anbieter können so eine Kappe dabei haben. Oder eben von Curaprox. Curaprox hat sogar auch so ein richtiges Reiseset, wo man mehrere Größen reintun kann. Aber wenn ihr schon mal eine Größe dabei habt, die kleinste, die ihr braucht, dann seid ihr schon mal richtig gut dabei. Und wenn ihr zwei oder drei Größen braucht, ja, also so viel Platz nimmt es eigentlich nicht weg. Könnt ihr immer selbst für euch gucken, wie es für euch am besten klappt. Das, was ich hier sage, sollen einfach Anregungen sein, was man machen kann, was möglich ist. Einfach euch ja Ideen liefern. Und ich glaube, dann findet ihr auch für euch heraus, wie ihr das am besten löst. Dann kommen wir jetzt zu Zahnbürste und Zahnpasta. Zahnpasta gibt es ja auch in diesen kleinen Probegrößen zu kaufen. Und ja, Zahnbürsten, die von Curaprox zum Beispiel, die hat so eine Kappe. Also das ist wirklich perfekt geeignet, um sie so mitzunehmen. Also so nimmt sie wirklich am allerwenigsten Platz weg. Wenn ihr eine Handzahnbürste von einer anderen Firma benutzt, ja, der klassische Köcher, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Für den Fall, dass ihr keine Curaprox-Handzahnbürste verwendet, die ja nun schon so eine Schutzkappe mit dabei habt, sondern wenn ihr eine andere Handzahnbürste einer anderen Firma verwendet, dann kann man diese Kappen auch nachkaufen. Die, die ich hier habe, ist von TP, die gibt es aber auch von anderen Firmen. Ich kann euch das gerne mal unten verlinken. Und so eine Kappe ist eben dafür da, nur den Bürstenkopf abzudecken. Also es ist wirklich super platzsparend und nimmt noch weniger Platz weg als ein Köcher. Und ja, die gibt es eben auch so zu kaufen. Und ich verlinke euch das einfach mal unten für den Fall, dass ihr nur so eine kleine Kappe nehmen wollt für unterwegs. Das sind jetzt aber Sachen, wenn man mal einfach in der Stadt unterwegs ist, die man jetzt nicht unbedingt dabei hat. Als Frau in der Handtasche vielleicht schon, aber es geht jetzt eher in die Richtung, wenn ihr im Büro seid, bei der Arbeit. Dann könnt ihr das mitnehmen. Also ich denke, jeder von euch hat auch irgendwie sein Essen und sein Trinken dabei und eine Tasche oder einen Rucksack oder was auch immer. Dann könnt ihr das super gut mitnehmen und auch bei der Arbeit euch mittags die Zähne putzen. Oder ihr habt sogar einen Spind bei der Arbeit, so wie ich, zwangsläufig, weil ihr euch bei der Arbeit umziehen müsst. Dann könnt ihr die Sachen auch natürlich dort lassen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ich würde immer empfehlen, auch mittags bei der Arbeit die Zähne richtig zu putzen. Und ansonsten auch noch eine kleine Empfehlung von mir, wenn ihr viel Kaffee trinkt oder raucht, dann solltet ihr auch immer sowas dabei haben, beziehungsweise ich würde es euch empfehlen, das dabei zu haben. Also ich kenne jemanden, der hat wirklich Zahnbürste und Zahnpasta immer in seiner Jackeninnentasche, weil er eben viel Kaffee trinkt und hat das immer dabei. Also Möglichkeiten gibt es viele, leider auch viele Ausreden, aber wenn man möchte, findet man immer einen Weg, sich auch unterwegs die Zähne richtig zu pflegen. Dann ein weiterer Tipp von mir, was ihr super gut unterwegs machen könnt. Es ist echt simpel, aber trotzdem hilfreich. Ihr nehmt einfach einen Schluck stilles Wasser und spült damit. Klar, stilles Wasser kann jetzt keine Plaque entfernen. Aber es bringt trotzdem was, denn ihr könnt immerhin grobe Speisereste rausspülen und es hilft auch, Säuren zu neutralisieren. Also es bringt schon wirklich was, auch wenn es eine richtige mechanische Reinigung natürlich nicht ersetzen kann. Aber es ist etwas, was ihr immer unterwegs machen könnt, entweder auf einer öffentlichen Toilette, dass ihr hinterher das Wasser auch wieder ausspuckt. Oder zur Not kann man es eben auch herunterschlucken. Also es ist wirklich etwas, was man immer machen kann. Super simpel und trotzdem bringt das was. Zu guter Letzt noch einmal ganz, ganz kurz was zur Mundspülung. Mundspülung ist ein riesiges Thema. Da mache ich noch mal ein eigenes Video drüber, weil da gibt es ganz, ganz, ganz viel zu sagen. Ganz grob möchte ich nur anreißen, diese normalen Mundspülungen, die nicht antibakteriell sind. Zum Beispiel diese hier. Die bringen eigentlich nicht so viel. Wenn man unterwegs ist und sie benutzt, ist es vielleicht besser als gar nichts, weil da ist ja Fluorid drin. Aber Fluorid wirkt nur auf sauberen Zähnen. Das heißt, wenn ihr eure Zähne vorher nicht putzt, keine Zahnseide nimmt, dann hat das keine gute Wirkung. Also das Fluorid dringt nicht zum Zahn durch. Für einen frischen Atem ist es bestimmt gut, fürs gute Gefühl auch, fürs gute Gewissen. Aber ansonsten bringt es nicht so viel. Aber ja, vielleicht ist es besser als nichts. Also man kann es schon machen. Was ich stattdessen eher empfehlen würde, wäre tatsächlich Kaugummi. Also guckt euch mein Video zum Thema Kaugummi an. Wenn man wirklich nicht die Möglichkeit hat, seine Zähne, sein Zahnfleisch mechanisch zu reinigen, dann würde ich Kaugummi verwenden. In meinem anderen Video über Kaugummi sage ich ja auch, dass ich ein xylithaltiges Kaugummi verwenden würde.
Einmal ganz kurz noch, was Xylit eigentlich ist. Xylit ist ein Zuckeraustauschstoff, der von Kariesbakterien nicht verstoffwechselt werden kann. Ihm wird eine antikariogene Wirkung nachgesagt. Das heißt, dass Kariesbakterien durch Xylit absterben und sich eben auch nicht so leicht an den Zahn anhaften können. Also ich würde ein xylithaltiges Kaugummi verwenden. Aber Xylit gibt es natürlich auch noch in anderen Formen und nicht nur als Kaugummi, zum Beispiel als Pastillen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch Xylit-Pastillen verwenden, denn auch dadurch wird der Speichelfluss gefördert und letztendlich dann eben auch Säure neutralisiert und die Zähne remineralisiert. Also auch solche Xylit-Pastillen kann man alternativ zum Kaugummi-Kauen benutzen. Was ich jedoch nicht verwenden würde, sind Bonbons. Ganz egal, ob sie Xylit enthalten oder nicht, ob sie zuckerfrei sind oder nicht, also mit Zucker sowieso schon nicht, aber auch zuckerfreie Bonbons würde ich nicht verwenden, aus folgendem Grund. Wenn Bonbons sich auflösen, haben sie immer irgendwo diese scharfen Kanten. Und diese scharfen Kanten können entweder eure Zähne zerkratzen, wenn ihr sie hier in die Wange legt, also zwischen Zähne und Wange, da legt man ja oft den Bonbon hin und wenn er da anfängt zu schmelzen, hat er diese scharfen Kanten und kann den Zahnschmelz zerkratzen. Oh no. Und wenn er denkt, ja, okay, dann lege ich ihn halt auf die Zunge, aber da könnt ihr eben auch den Gaumen, also die Schleimhaut am Gaumen verletzen. Zerkauen würde ich ihn auf gar keinen Fall, also das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, Bonbons kauen, das auf gar keinen Fall, aber auch wenn ihr ihn wirklich im Mund zergehen lasst, ich würde es nicht machen, weil immer irgendwo diese scharfen Kanten entstehen, die eure Zähne zerkratzen oder euer Zahnfleisch und eure Schleimhäute verletzt. Also Bonbons würde ich nicht benutzen. Bei Pastillen habt ihr das Problem nicht. Pastillen, wie gesagt, Xylitpastillen sind okay, aber Bonbons würde ich nicht benutzen. Ich würde es wirklich als Notlösung nehmen, ansonsten würde ich immer gucken, dass ihr eure Zähne mechanisch reinigt. Und dann hat mir einer von euch noch die Frage gestellt, ob ich, wenn ich unterwegs bin und mal nicht dazu komme, meine Zähne zu putzen, ob ich dann ein schlechtes Gewissen habe. Es passiert so gut wie nie, dass ich nicht dazu komme. Denn ich habe euch gesagt, ich habe immer Zahnseide dabei und ich verwende sie eigentlich immer, auch wenn ich unterwegs bin. Und damit habe ich schon mal immerhin 2/5 der Zähne gereinigt. Also ich habe schon mal einen Großteil dafür getan, dass auch wenn ich unterwegs bin, die Zähne gereinigt wurden. Dadurch, dass ich immer Zahnseide dabei habe, passiert es mir eigentlich so gut wie nie, dass ich nichts mache. Falls es aber, warum auch immer, doch mal dazu kommen sollte, nein, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Denn man muss immer das Gesamtkonzept betrachten. Ich weiß von mir, dass ich eine sehr, sehr, sehr gute Mundhygiene habe. Und wenn ich morgens gut meine Zähne putze und abends gut meine Zähne putze und abends vielleicht sogar noch 1000-mal gründlicher, wenn ich mittags nicht dazu gekommen bin, als ohnehin schon, nein, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben. Warum auch? Wenn man es einmal nicht macht, was soll denn da passieren? Aber es muss eben die Ausnahme bleiben. Ich denke, aufgrund dieser ganzen Tipps, die ich euch gegeben habe, kann es auch bei euch wirklich nur eine Ausnahme bleiben. Also, dass ihr eigentlich keine Ausreden mehr habt, es nicht zu machen und eure Zähne unterwegs nicht zu pflegen. Eigentlich gibt es dafür keine Ausrede. Wenn ihr überall Zahnseide dabei habt, wieso solltet ihr es nicht tun, außer aus Faulheit? Weil Zeit hat man dafür eigentlich immer. Das wollte ich nur abschließend nochmal dazu sagen, dass man wirklich auch das Gesamtkonzept immer betrachten muss, dass eure Mundhygiene insgesamt einfach sehr, sehr gut sein sollte. So, damit ist das eigentliche Video jetzt beendet. Aber ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich jetzt auch nochmal ein paar Fragen an euch habe. Also ausnahmsweise mal andersrum. Und zwar geht es um diesen Channel und wie es weitergehen soll. Denn ich bekomme so viele Fragen von euch, worüber ich mich mega doll freue. Also ich bin überwältigt und ich bekomme mehr, als ich jemals gedacht hätte an Fragen und an Videovorschlägen von euch. Und ich möchte die alle super gerne beantworten. Und ich bekomme auch viele Fragen, wo ich dann der einzelnen Person einen langen Text schreibe, so und so. Ich halte es auch immer recht lang, weil es meistens viel zu sagen gibt zu dem Thema und ich möchte keine Informationen unterschlagen oder halbe Infos geben. Deswegen sind meine Antworten meistens recht lange. Aber ich denke mir dann auch immer, das sind Sachen, die wahrscheinlich noch mehrere Leute interessieren, so wie dieses Video jetzt, was ja auch letztendlich auf einer Frage von jemandem von euch beruht. Wie möchtet ihr gerne, dass ich solche Videos mache? Soll ich mal ein langes Video, so ein Frage-Antwort-Video machen, wo ich viele Fragen von euch
beantworte, was ja, wovon ich denke, was noch mehr Leute interessiert? Oder soll ich lieber viele kleine Videos machen und auf die einzelnen Fragen einfach mal kurz und knapp antworten? Also, wie hättet ihr das gerne? In einem Video viele lange Fragen oder viele kleine einzelne Videos? Das würde mich halt super interessieren. Also, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, wie euch das lieber ist. Und dann ist es so, ich habe mittlerweile eine Homepage gebaut, die heißt askdrami.com. Und da schreibe ich auch einen Blog, das ist in Arbeit, dass ich also auch schriftlich euch informiere. Und ein Podcast ist in Arbeit. Also wenn ihr zum Beispiel mit der Bahn zur Arbeit fahrt oder mit dem Auto, dass ihr auch einfach hören könnt und nicht mal YouTube-Videos angucken müsst. Schreibt mir einfach gerne mal, wie ihr das findet, ob euch der Podcast überhaupt interessiert. Und der Blog und meine Homepage, ich würde mich einfach super über ein Feedback freuen und wirklich auch über eure Anregungen, wie ihr das gerne am liebsten hättet, weil ich mache das hier für euch. Ich stehe hier, weil ich euch helfen möchte und ich würde mich einfach super freuen, wenn ihr mir sagen könnt, wie ich euch am besten helfen kann, weil da bin ich mir einfach noch ein bisschen unsicher. Ich habe ein paar Vorstellungen im Kopf und ich habe eine super lange Liste an Themen, die ich abarbeiten möchte. Und ich möchte jetzt in Zukunft auch mehr liefern, weil ich möchte nicht, dass ihr auf eure Antworten und auf eure Videovorschläge monatelang warten müsst. Deswegen versuche ich jetzt wirklich mal mehr zu produzieren an Videos. Und was ich an dieser Stelle auch noch kurz anmerken möchte, ist, manchmal verschwinden YouTube-Kommentare. Oh no. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich bin wirklich am Verzweifeln. Ich weiß aber, dass das nicht nur mir so geht, weil mein Freund macht ja auch YouTube und ihm geht das genauso. Also es scheint irgendwie ein generelles Problem zu sein, dass manche Kommentare verschwinden. Also sowohl eure Kommentare. Ich bekomme eine E-Mail, dass ich einen Kommentar habe von der und der Person und dann will ich darauf klicken und der Kommentar ist verschwunden. Und genauso ist es so, dass meine Kommentare verschwinden, also meine Antworten auf eure Kommentare. Ich weiß hundertprozentig, dass ich auf diesen Kommentar geantwortet habe, aber meine Antwort ist weg. Nope. Oder ein, zwei Leute haben von euch mir auch schon geschrieben, dass sie eine Nachricht bekommen haben, dass ich geantwortet habe, aber sie die Antwort nicht mehr finden. Oh no. Und ich habe keine Ahnung, wie das sein kann, wirklich. Also irgendwie ist es so ein Durcheinander. Ich bin immer wirklich bemüht, euch so schnell wie möglich zu antworten. Und ich antworte eigentlich auf jeden Kommentar, auf jeden einzelnen. Also falls ich auf eure nicht geantwortet habe, dann bitte ich das zu entschuldigen. Das ist der Grund dafür. Manche Kommentare verschwinden einfach. Und falls ihr noch keine Antwort bekommen habt, dann würde ich euch bitten, einfach nochmal zu schreiben. Also einfach nochmal zu kommentieren. Weil das kann wirklich sein, dass die Kommentare verschwinden. Und ja, im Zweifelsfall vielleicht gerne noch einmal schreiben. Das wäre super, danke. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.